Leute, willkommen zu einem kleinen Bonus-Part von Yo-Kai Watch. Ihr wisst ja bestimmt noch, dass ich es ziemlich verkackt habe. Die Aufnahme vom Bosskampf und das war echt nicht gut. Aber ich habe was herausgefunden. Und zwar steht hier Lucas und der sagt uns: Du hast wirklich was gut bei mir, Johnny. Möchtest du den finalen Kampf nochmal durchleben? Ja, wir können den finalen Kampf nochmal spielen. Und wie gesagt, da ich beim letzten Mal so dermaßen verkackt habe und ich meinen Scheiß nicht gemacht habe und ihr deswegen kein gutes Video bekommen habt, werde ich mir das Ganze nochmal antun. Und ihr seid dabei. Los geht's! Wiedererleben! McCracken will kämpfen. Ja, und das Ganze hat noch den Vorteil, dass man die Erfahrungspunkte halt nochmal kriegt. Und das lohnt sich ziemlich. Ja, wirklich viele Level-Ups hatte ich bisher. Ja doch, ein paar waren's. Ein paar Level-Ups hatte ich. Und er beseelt bereits wieder mein halbes Team. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, aber ich denke, irgendwie werden wir das hinkriegen. So, dann reinigen wir ja mal ganz schnell unsere Frostina. Dann werden wir Frostina auch gleich ein Dinges geben hier. Abwehr-Talisman, weil das finde ich sehr wichtig. Dann einigen wir noch Lapilotte, auf jeden Fall. Dann, warum habe ich denn... Habe ich nicht den einen Tentakel avisiert? Nee, habe ich nicht. Okay, Wakabuhu, wenn du schon mal hier bist, setz deine Ulti-Seele ein. Hau drauf! Hau drauf, Wakabuhu! Ihr wart! Wunderbar. Gut, dann greifen wir den Bauch an. Den Bauch. Wisst ihr was? Ich gebe Viptor einen Stärketalisman. So, los, prügelt die Scheiße aus ihm raus. Damit er seinen hässlichen Bauch öffnet. Der sagt immer, was zum... Los, mach deinen Bauch auf, du dämliches Stück Scheiße. Müsste jetzt passieren, oder? Ja, passiert. Das hier avisieren und Ultiseel von Viptor. Komm. Komm, greif an. Nein, shit, er beseelt meine Yokais. Frostina auch, das ist nicht gut. Los, Viktor, du haust jetzt erstmal drauf. Wunderbar. Dann direkt Frostina wieder reinigen, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, aber wenn Uhudini noch im Kampf ist, dann werden auch gleich seine Ultiseel einsetzen. Shit, und da ist ein... habt ihr gesehen? Da war ein gelbes Irrlicht. Das hätte ich haben wollen, verdammt. So, Verwirrtanz. Mach du das mal. Dann wird noch Lapilotte wieder gereinigt, unbedingt. Los, haut drauf, verdammt! Ja, so, und jetzt sind unsere drei, Mitglieder der ersten Front wieder am Start. So, bevor das Ding verschwindet, Frostina, Ultiseel. Los geht's! Eisdusche! Bam! Los, haut drauf! Was macht er jetzt? Okay. Eisenist, du kannst auch noch gleich... Shit. Egal. Eisenist, komm! Hallo? Mach deine Ultiseele, schnell bitte! Bitte schnell! Dann kann ich die Eulenmarke wieder nach hinten nehmen. So, zack! Und mein Team hier wieder ein bisschen supporten. Du kriegst das hier. Die beiden brauchen gleich mal eine Heilung. Na, zuerst Viptor, glaube ich. Erst Viptor. So, greif da an. Na, ja, Lapilotte, komm. Komm schon, ich will ein Item einsetzen. Ich muss... Ja, oder was mache ich? Noch besser. Kann ich... Ja, nee, ich krieg die Seelenanzeige nicht voll. Okay, ich muss Viptor heilen. So, zack. Dann das hier avisieren. Und Viktors Ultiseel ist bereits wieder bereit. Kommt schon. Greift an. Ja, alle drei sind beseelt. Alle drei. Will der mich verarschen? Das ist überhaupt nicht gut. Okay, dann müssen wir jetzt aber so schnell wie möglich reinigen und lassen unsere Eulenmagier kämpfen. So, du hier. Machen sie guten Schaden, unsere Eulenmagier. Sie nehmen extrem viel Schaden. Ja, das ist ein bisschen das Problem.
Aber macht nichts. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Sie werden gleich wieder zurückgezogen. Komm, 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 komm. Und Rückzug. Ja, hat gepasst. Wunderbar. Was macht er jetzt da? Hey. Hör jetzt mal auf damit. Das ist so näher. Oh, Glückspilz. Wunderbar. Das ging schnell. Und, Labilotte. Greift jetzt diesen Idioten-Tentakel an da. So, Labilotte, Labilotte, Labilotte. Komm schon. Gut. Und wieder sind zwei Teammitglieder. Besiegt. Das ist nicht gut. Komm schon, Frostina. Komm schon. So, alles ist wieder in Ordnung. Ja, lasst es jetzt mal. Okay, nur... Nur Labilotte. Deine Eule ist auch wieder besiegt. Ziemlich scheiße gerade. Ich komme gar nicht hinterher. Ich komme echt gar nicht hinterher. Aber es wird noch schlimmer, glaubt mir. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel ihr von diesem Kampf mitbekommen habt. So, ganz, ganz schnell muss ich jetzt Frostina heilen, unbedingt. So, zack. So, unserem vorderen Trio geht's gut. Die hinteren könnten mal eine Heilung vertragen. Und, lass den Scheiß jetzt hier. So, passt. Da, angreifen, zack. Nee, so nicht. Okay, 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 okay. Viktor, nutze die Chance. Nutze die Chance, schnell. Wunderbar gemacht, Wagabu. So, du schnell angreifen, Viktor. Klasse. Klassiker. Und reinigen. Ganz, 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 ganz schnell. Labilotte. So, die Hälfte seiner KP sind weg, deswegen hat er seine Farbe und sein Aussehen verwechselt. Was heißt verwechselt? Er wurde stärker, sagen wir so. Und das ist jetzt überhaupt nicht so gut, möchte ich sagen. Wir heilen mal. Wen heilen wir als erstes? Houdini, zuerst heilen. Dann kommt wieder unser Standard-Team. Wie gesagt, die... Oh, shit! Shit, 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 shit. Ich könnte wieder mal ein bisschen Glück vertragen. Mit unseren, verdammt nochmal. Mit den Seelen, 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 Seelen. Ne, mit den Ehrlichtern. Genau, die meine ich. So, Viktor ist wieder geheilt. Houdini sollte eigentlich bald mal seinen Ulti-Seelangriff starten können. Nämlich jetzt. Und das macht er. Ist beseelt. Kann ich auch damit leben. Kann ich damit leben. Los, Houdini. Schnell. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann muss ich gleich wieder Frostina heilen. Zack. Ne, noch weiter. So, hier. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh, nein, Frostina. Oh, gar nicht gut. Frostina heilen. So schnell es geht. Danke. So, dann können die drei Stück angreifen. Und die nächste Entseelung. Zu viel Schaden. Okay, Ulti-Seel von Labilotte. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Denn wenn die da ist und wirkt, dann haben wir nicht mehr so ein Problem. Und wisst ihr was? Ich hoffe, die Ulti-Seel reicht auch noch gleich von Viktor. Die dürfte ordentlich reinhauen. Los, 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 schnell! Beeilung! Bevor er seinen Mund wieder schließt. Oder sein Bauch halt. Perfekt. Ich glaube, ich habe keine... Beleber-Item. Ja doch, ich glaube, ich hätte welche, aber... Wobei doch. Wobei doch. Ich muss die Möglichkeit haben, auszuwechseln. Oh, die Fug! Das Problem ist ja, beim letzten Mal lebte nur noch Labilotte. Das habt ihr ja, glaube ich, gehört, dass das so war, oder? Ja, Hälfte reicht. Da lebte nur noch Labilotte und ich konnte ihn nicht zurückziehen und reinigen. Das war so das Hauptproblem. Das einzige Yokai, das noch da war, das war beseelt. Oh, fuck, 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 fuck. Nein, Frostina! Verdammt, ich kann sie nicht gleichzeitig heilen und ihr einen Verteidigungsboost geben. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich muss ihr einen Abwehrtalisman geben. Ja, nächster Tentakel hier, zack. Nein! Verdammt nochmal.
Ja, man kann sie nicht zurückziehen, wenn der Angriff bereits gestartet hat. Das war jetzt hier das Problem. Wollt ihr mich denn verarschen? Sind ja alle beseelt. So gut wie alle. Ich kann mich jetzt gerade nicht um die beseelten Euren kümmern. Das ist ein bisschen das Problem. Ich muss jetzt die Chance endlich nutzen, um die Abwehr von Faustin ein bisschen zu heilen. Ja, bis er seinen Bauch geöffnet hat, sollte ich... Nein, lasst es jetzt! Oh, das gibt's nicht. Das gibt's verdammt nochmal nicht. Ich komme gar nicht dazu, wirklich anzugreifen. Das ist scheiße. Nein, er macht immer denselben Scheiß und meine Yokai können gar nicht mehr angreifen. Oh, wieder nur zwei. Oh, ich brauche mehr Glück. Ich bin hier nur am Reinigen. Oh, jetzt. Jetzt, greift an. Da. Viktor, Ultisil. Schnell. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, zu viel Schaden. Viktor, los. Greif an. Leute, wir haben ein Problem, wenn ich das mal so sagen darf. Zack, zack, hier. Los, schnell. Schnell. Gut, 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 gut. Frostina wieder einwechseln. Und Viktor heilen. Viktor, hier. Oh, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Das kriegt ihr hin. Kriegt ihr hin. Muss euch schneller reinigen, verdammt nochmal. Jetzt lasst den Scheiß doch mal. Ja, der ja, alle drei wieder beseelt. Ist klar, ist klar. Mm. Macht Spaß, ne? Shit, und Lavilottes Angriff ist wieder nicht voll. Sein Ultiseel, aber bald. Aber bald. Ich glaube, Lavilotte einmal heilen ist nicht verkehrt. Es braucht nicht mehr viel. Es braucht nicht mehr viel. Seht ihr links? Er ist gleich futsch. Und wieder Schwindgefühl. Und wie viele? Wieder alle. Ne, diesmal nur zwei. Nur zwei. Okay. Ultiseel von Frostina. Der muss durchgehen. Der muss durchgehen. Schnell! Nein! Nein, 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 Frostina! Oh, shit! Vielleicht reicht das bereits. Vielleicht reicht es bereits. Nein, immer noch nicht. Komm, 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 komm. Wie gesagt, es fehlt nicht mehr viel. Machst du hier deine Ulti, Seel? Oh Gott, unser Team. Komm schon, noch ein Angriff. Nein, nein, nein! Oh, er wollte gerade seinen Ultra-Angriff machen. Ach du Scheiße, aber wir haben es geschafft. Yes! Leute, das Video war ich euch schuldig. Bitteschön! Und wir kriegen eine gute Menge Erfahrungspunkte. Perfekt.